Stimmt, ist er abgehauen in den Turm. Ja, ist er. Da ist er. Komisch. Ich bin mir sicher, dass er hier hineingelaufen ist. Hä? Da hat sich wieder was überlappt. Entschuldigung? Bei St. Patrick? Was denn noch, du gieriges Balk? Eigentlich suche ich nach einem Zauberspruch. Hier wirst du zumindest keine Magie finden. Es hat sich Ratzekarl ausgezaubert. Ich kann es nicht mehr. Wieso denn das? Sehen diese vermaledeiten Mundwinkel besonders überzeugend aus? Ohne Regenbogen sitze ich hier fest. Wenn ich schlechte Laune habe, kann ich keine Regenbögen machen. Kein Regen, kein Nix. Und was kann dich wieder zum Lachen bringen? So etwas ist kein Klinkerlitz hier, du Kartoffelnase. Da brauchst du schon etwas Besonderes, um meine Laune wieder hinzubiegen. Na was denn? Etwas ganz Besonderes. Glänzendes. Was Glänzendes? Haben wir doch hier eine Trophäe. Krächzende Harfen, aber nein, ich will doch nichts geschenkt haben. Was hat das denn für einen Sinn, wenn man Sachen mir nichts, dir nichts geschenkt bekommt? Ich will es, wenn schon, selbst finden. Dann stellen wir es hier auf die Stein ins Turmfenster rein. Gute Idee. Ob er wohl gerade herschaut? Was? Was guckst du denn so blöd? Mist. Wenn er mich dabei beobachten kann, wie ich den Pokal platziere, wird das wohl nichts. Er muss das Gefühl haben, ihn zu stehlen. Dann gehen wir halt raus. Und stellen es von draußen hin. Oh, was erblicken meine müden Augen da? Ist das Silber? Ein klitzekleines Silberbecherchen? Ziegendreck und Hackepeter, das ist ja so stumpf wie ein Teertopf. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Die Trophäe ist nicht glänzend genug. Also müssen wir sie noch irgendwie putzen mit dem Poster? Ich will keine Plakate. Okay. Dann vielleicht mit der alten Flagge. So. Ah, okay. Einfach ein bisschen polieren. Perfekt. Huch. Die Flagge ist beim Polieren zerbröselt. Dann wollen wir mal. Oh, was für schönes Wetter hier draußen. Ah, die Waldmeisterlimonade ist besonders erfrischend aus diesem, blank polierten Silberpokal. Ich hab ihn mal in dieses Fenster gestellt und schaue nun in die entgegengesetzte Richtung und lasse mich von der grünen Landschaft ablenken. Was leuchtet denn da? Ein klitzekleines, blitzeblankes Silberkrügchen? Oh, eine Schönheit der grünen Insel würdig. Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen. Die Welt ist immer noch schön. Mutter, Emmet kommt heim. Halt! Ich muss doch noch einen Zauber lernen. Hallo? Freundchen? Da liegt eine Karte auf dem Boden. Oh nein, wieder ist er verschwunden. Aber diesmal für immer. Auf dem Regenbogen kann ich nicht reisen. Was mache ich denn jetzt? Es liegt Magie in der Luft. Zum Greifen nah. Aber er ist weg. Und ich habe nicht einmal gesehen, wie er den Regenbogen herbeigezaubert hat. Deine Antwort liegt im Regenbogen selbst. Er wird sich bald wieder auflösen. Beeil dich. Wow, die Farben. Er sieht fast aus, als ob man ihn berühren könnte. Das kannst du. Das musst du. Berühre ihn. Du hast einen neuen Zauber gelernt, um ihn zu benutzen. Öffne das Inventar und klicke auf den Zauber Grünwuchs auf den Zauberstab. Ich dachte, sie wären nur eine optische Illusion. Durch die Kraft des magischen Regenbogens hast du deinen zweiten Zauber gelernt. Mit ihm kannst du es regnen und grün sprießen lassen. Wow! Diese Hand wasche ich nie wieder.
Kehre zurück zum Portal. Da du den Zauber dieses Ortes erlernt hast, steht dir das Portal wieder offen. Aber beeil dich. Was liegt denn da? Noch so eine Karte. Ob der Grünhut die verloren hat? Ist der Hund. Das bin doch ich da drauf. Mit irgendeinem Hund. Das ist die ganze Familie. Seltsam. Aber ich erinnere mich gar nicht daran. Komisch. Ob der Vater der große Zarow ist? Wiedersehen, regnerische grüne Landschaft. Komisch, aber ich glaube, ich werde den kleinen Mann mit dem Hut vermissen. Hier ist es immer noch Nacht. Und jetzt? Was war denn das für ein Geräusch? Jerry, bist du das? Wer war das denn? Hat er meinen Namen gerufen? Vielleicht werden wir es bald erfahren. Doch viel Zeit ist uns nicht gegeben. Der zweite Nagel ist eingeschlagen. Der zweite Nagel? Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Es hält sich das Gerücht, dass ein Fuchs bei Nacht durch die Felder von Mauswald streift. Er ist nicht aus dieser Welt. Ein Fuchs? Das klingt gefährlich. Inzwischen denke ich doch nicht mehr, dass der Vater Zarow ist. Aber was wird hier für ein Spiel mit uns gespielt? Ich meine, der zweite Nagel. Der Vater, das ist definitiv unser Vater. Also da kann man sagen, was man will, aber das ist unser Vater. Und was will der Marquis? Warum erzählt er uns nichts von den Nägeln? So viele Fragen und wir kriegen einfach keine Antworten. So viele Fragen. Man munkelt beim Fuchs. Ja, das ist die Fuchs, das ist Fuchsfeuer, Löwenzahnsamen, fangen können wir die noch nicht und ansonsten ist erstmal alles geklärt. So, dann lassen wir jetzt erstmal mit dem Grünwuchs den Baum wachsen. Also die den Wassernussbaum, bevor wir hier das Fuchsfeuer anleuchten. Grünwuchs. Das mache ich besser bei Tag. Und hier? Das mache ich. Gut, das macht man also alles nur bei Tag. Dann schlafen wir nochmal. Komm, Escape hier. Dauert das nicht so ewig. So, dann. Grünwuchs. Erstmal auf die Pilze. Na, mal sehen, ob das klappt. Und bitteschön, eine Treppe. Ich geb's zu. Ich bin von mir selbst beeindruckt.
Noch besser wäre natürlich eine Pilzrolltreppe gewesen. Aber das wäre ein bisschen zu viel des Guten, Jerry. Ein bisschen. Ui, ganz schön hoch hier. Und kalt. Was ist denn das für einer? Ein gruseliger Mottenmann. Und der Eingang hinter ihm sieht auch seltsam aus. Er scheint förmlich zu flüstern, Jerry, komm näher. Ich habe ein Portal verschluckt. Noch einer. Man munkelt, ein Fuchs hat sich bei Nacht. Der Durchgang ist zu. Ich glaube, die sind hier nachtaktiv. Okay, hier müssen wir also bei Nacht hinkommen. Dann lassen wir erstmal wieder... Nein! Dann gehen wir halt bei Nacht da erstmal hin. Ich frage lieber, bevor ich einfach hereinplatze. Sieht so aus, als ob der Nachtfalter da den Eingang bewacht. Machst du sehr gut, Jerry. Entschuldigung. Ich suche nach einem Baumportal. Haben Sie sowas in Ihrem Nest, zu Hause? Und wenn ja, dürfte ich es sehen? Oder durchlaufen? Ist das ein Ja? Keinmal blinzeln für Ja. Vielleicht hört er mich ja nicht. Hallo? Herr Motte? Ich hätte da mal eine Frage. Wenn wir Oma besuchen, muss ich auch immer laut sprechen. Und wenn man laut genug schreit, klingt alles wichtig. Keine Nichtflügler. Oh, Entschuldigung. Frau Motte. Bitte was? Nichtflügler. Deine Schwingungen entfremden den Ort. Oh. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber ich glaube, das ist ein Privatbereich für Insekten. Schade, dass ich keine Flügel habe. Okay, also ohne Flügel kommen wir hier nicht weiter. Dann machen wir mal wieder Tag, Escape schnell, so. Und dann Grünwuchs auf den... Vielleicht können wir dem kleinen Wassernussbaum etwas unter die Arme greifen. Das können wir definitiv, Jerry. Wow! Das ist die richtige Einstellung. Liebe Zuhörer, Gräber hat sich wieder ausgebuddelt. In einem Stück und knochentrocken. Wir fahren also fort mit unserem Programm auf Wellesumpf 103.5, 5. Maulwurf am Morgen. Und wir beginnen wie immer mit meiner Lieblingsmusik. Wieder ein... Das sind alle. Ich glaube, das waren alle. Wir können zur Steinstele gehen. Wir haben alle gefunden. Gibt's hier noch einen Sticker? Das ist ein Sticker. Wir haben auch alle Sticker. Noch so ein Aufkleber. Das ist der Hase von Harveys neue Augen. Den hier kriegen wir hundertprozentig voll, weil diese kriegen wir wahrscheinlich noch zugeschickt, denke ich mal. Und die hier kriegen wir einen Monat im Mauswald. Lass dich vom Kobold nicht aus der Ruhe bringen.
Gut, dass ich davor nochmal gespeichert habe. Lerne alle Zauber, diese Kreaturen haben nichts in Mauswald verloren. Weiterspielen. Taufliege, Ludwig Gräber, Fuchsstatue. Wir reden mal mit der Fuchsstatue. Hier ist ein Portalbaum. Dieser Baum ist den Füchsen eine Straße. Doch wie bin ich hierher gekommen? Das weiß ich nicht. Und was sagt diese merkwürdige Kristallstatue?